Hi everybody, welcome back to Matt Sally TV. So for this reaction, this looks like actually a group called Berlin's Most Wanted, and it's made up of Bushido, K1 and Fler. So actually I never knew Fler was friends with Bushido or they worked together. I reacted to Slow Motion last week, I think it was. And I thought it was cool, it was a bit more crap, had a cool video, like really nice video and cinematography. It was well shot. But yeah, it looks like he used to be in a group, or this may have just been a one-off thing with Bushido and K1. So obviously I know K1 from Bushido and his diss track, which was The Life and Death of Kenneth Glockler. So yeah, in German that was Leben und Tod de Kenneth Glockler. And yeah, Bushido went fucking hard at K1, or Prince K1 as he's now known. He destroyed K1, man, just took him apart, saying how he was gay, just dissing him, saying he's getting no support from anyone, that he owed people a lot of money. So obviously this is from when they were still friends. They obviously used to work together and were quite close before they fell out and broke up. So this will be interesting to see. I've never seen any K1 song, so I'm interested to see what this is like. And as I said, Bushido's back on it. I like Bushido, so get to see what this has got to offer. So let's get on with it. The link will be in the description. Go give it a watch, let me know what you think as always. It's like some crack den or something. Some drug house. It's got quite a upbeat beat. Ich bin crazy, I'm durch, meine Kindheit war am Arsch. Und deswegen fällt mir das Schreiben auch so kinderleicht mein Arzt. Hat gemeint, ich hab Probleme, denn ich seh meine Welt verkehrt rum. Ich heb meine Mittelfinger hoch und fick das ganze Universum. Ich bin viel zu oft betrunken, ich lebe den Tag und scheiß drauf. Und Jackie steht im Kühlschrank, wenn ich einkauf. Meine Welt steht auf dem Kopf, Mann, ich scheiß doch auf die Zukunft. Alle meine Partys sind nur Zuflucht, denn allein steigt nur mein Blutdruck. Scheiß auf Rap und Rap-Game, ihr habt nichts zu tun. Man hat jetzt K1 der Boomer und ich zieh mir diesen Schuh an. Also ab geht's auf den Kudamm. Ladies, darf ich bitten, ich will Chicky Mickey Chicken und die dicken Titten ficken. BMW steht hier für Business, Frankfurt macht jetzt Fitness. Und ich finde, dass es schick ist, wenn das Bodyshot gerippt ist. Und ihr denkt, was redet K nur, wieder für eine Scheiße. Aber das ist scheißegal, ich fühl halt irgendwie die Zeile. Und es geht oh oh oh, ich bin drauf so wie der Pate. Das ist Sound für die Straße, also ficke nicht mit BMW. Schau, deine Lady ist am Kleben und ich stürme mit der Base in den Kometen. Geh mir aus dem Weg. Denkst recht, du bist was Besseres, pass auf, dass du nicht gleich auf die Fresse kriegst. Ich zähl und zähl die ganzen Scheine, die ich mach. Die lila Scheine halten wach, sie halten wach, das ist BMW. Mein Traum war schon immer krass zu rhyme. Du willst mit BMW chillen, doch du passt nicht rein. Ich bin zu wortgewandt, du Horst, du Hans der Ghetto. Style kommt jetzt in dein Dorf, du Schwanz. Die ganze Szene bleibt für mich ein Haufen Verlierer. Sie können mich hassen, lieben, doch sie brauchen den Dealer. Das hier ist zu explizit, du Textgenie. Und hoffentlich fickt sich meine Ex ins Knie. Wer schreibt jetzt Tracks für wen? Hier das Original, jetzt sagt das Interview ab. Mir ist die Story egal, mir ist egal, wer ihr seid mit euren schwulen Ideen. Ich hätte jetzt Lust, jeden deutschen Rapper bluten zu sehen. Jetzt sind die Schuhe bequem, weil ich's mir leisten kann. Ja, ich bin reich, aber trotzdem Polizei bekannt. Und wie von Geisterhand schreibt sich der Track von alleine. Wie soll ich bezahlen, K? Scheck oder Scheine? Und es geht oh, 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 ich bin drauf so wie der Pate. Das ist Sound für die Straße, also ficke nicht mit BMW.
schau, deine Lady ist am Kleben und ich stürme mit der Base in den Kometen. Geh mir aus dem Weg. Denkst recht, du bist was Besseres. Pass auf, dass du nicht gleich auf die Fresse kriegst. Ich zähl und zähl die ganzen Scheine, die ich mach. Die lila Scheine halten wach, sie halten wach. Das ist B. Ich hör sie reden. Gangster-Rap ist out, ich hab nichts drauf, Junge, von wegen. Und keiner kriegt den Dreck von dieser Straße, auch kein Regen. Ich rede von Problemen, von den Tränen, dieses Leben. Du kriegst hier in dieser Gegend keinen Segen. Und deswegen ist dein Kopf gefickt, die Bohnen kommen im Helikopter. Ihr Opfer, Mann, dieser Flair muss zum Psychodoktor. Das Monster, erschaffen von euch, Mann. Ihr habt mich getäuscht, Mann, ihr Wichser und Täuschler. Du Schwuchtel, verpiss dich, ich fick dich und dich auch. Egal, wo ich jetzt bin, das Blitzlicht geht nicht aus. Ich tick aus, ich flip aus, wenn du Pisser Streit suchst. Frank zu dem White, der euch heimsucht. Ihr scheiß Crews, du bist nix, auch wenn du im siebten Semester bist. Scheiß auf diese 3,5 Jahre, wo du Schwänze küsst. BMW heißt, Bauchmuskeln wachsen. Ich gebe Gas, ihr seht nur den Auspuff, ihr Spasten. Und es geht au, 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 ich bin drauf, so wie der Pate. Das ist Sound für die Straße, also ficke nicht mit BMW. Schau, deine Lady ist am Kleben und ich stürme mit der Base in den Kometen. Geh mir aus dem Weg. Denkst recht, du bist was Besseres. Pass auf, dass du nicht gleich auf die Fresse kriegst. Ich zähl und zähl die ganzen Scheine, die ich mach. Die lila Scheine halten wach, sie halten wach. Das ist BMW. Man, so is that like that guy's chick out dancing with like Bushido and stuff, and then she goes back to them? I don't know if that's what that was, man, maybe. But yeah, that was awesome, man. I really enjoyed that, actually. So yeah, as I said, I never knew Fler worked with Bushido and K1 before. I knew they both worked together quite a lot, but I never knew this was like a group. So it was cool to see them all on the same track. To start with Fler, even though he was the last person, as I said, the only experience I have of listening or watching Fler was on Slow Motion, and it was more trap. He had a very different flow, I think, from this song. Yeah, that song was Fler and Jaleel, and I quite like Jaleel on that Slow Motion track, but Fler was okay. But on this song, I really like Fler, man. I think he had a harder flow. It seemed to go with this beat or this type of music a lot better than the trap type sounding beat, you know. So I don't know, when was this? 2010, so quite a while ago, actually. So almost 7 years ago, or over 7 years ago. So maybe his style has changed since then. But I prefer this style for Fler. Bushido was the same as always. I really, the more I see him, the more I like him. I know people don't really like Bushido that much, or there's some people who don't like him, but I just like him, and I think he's got that really solid, steady flow. Really, every song he always brings it. He always has excellent style. Really like it, and I like him on the hook, girl. That was pretty cool, little hook. And K1, yeah. So obviously K1 has been dissed, broken down by Bushido, he's been destroyed, but I thought he was okay, actually. I thought he done quite well on this track. I quite like his rapping, his delivery, and his flow. He's got that quicker flow, fits in some extra words at the end of his bars. So I quite liked K1 there, to be honest with you. Like his style, his flow and delivery anyway. So I can't say much more about his personality. I've not seen enough of him to make that judgment as Bushido did in his diss track. So yeah, all three of them I quite enjoyed there. And the beat was just incessant, like that kind of alarm type sound with the piano, and then that kind of big beat and drum and the horn type sounding thing. It's quite intense, quite incessant beat. So excellent, man. The video black and white, good style, like the way they shot, nice shots of the buildings behind them,
quite rapper, quite rap music really, you know. So all in all, really enjoyed that. So I've never seen Berlin's Most Wanted before. I'll check out more of their tracks and see how that is. But yeah, I'll leave it at that. The link's in the description. Go give it a watch and then let me know what you think. Thanks.